Temperatur von normalen Gegenständen ist im Grunde genommen nur eine Messung der Bewegung der Atome und Moleküle. Mehr Bewegung, höhere Temperatur. Weniger Bewegung, geringere Temperatur. Natürlich, wenn etwas hochtemperiert ist, dann fühlt es sich heiß an. Und wenn etwas tieftemperiert ist, dann fühlt es sich kalt an. Richtig? Jein. Wenn du ein Stück Metall und ein Buch berührst, die vorher im Kühlschrank waren, dann fühlt sich das Metall viel kälter an als das Buch. Derek hat davon schon ein Video gemacht, aber du musst es mal selbst ausprobieren. Das Metall und das Buch haben wirklich dieselbe Temperatur, wenn man sie mit einem Thermometer misst. Aber das Metall fühlt sich kälter an. Und dabei wird das Gehirn nicht ausgetrickst, sondern wir empfinden das Metall viel kälter als das Buch, aus einem einfachen physikalischen Grund. Metall ist ein Leiter und Papier ein Isolator. Also die Energie und die Bewegung der Moleküle in unseren Händen wird schneller vom Metall absorbiert als vom Buch. Obwohl das Buch und das Metall dieselbe Temperatur hat, passt sich das Metall schneller unserer Handtemperatur an. Und darum empfinden wir Metall als kälter. Weil die Temperatur unserer Hände ist das, was wir wirklich fühlen. Das ist genauso wie ein Quecksilberthermometer technisch gesehen nur die eigene Temperatur misst. Und man kann indirekt die Temperatur von anderen Gegenständen messen, indem man sie sich berühren lässt. Genauso ist es, dass die wärmeempfindlichen Nerven in unserer Haut nur die Temperatur der Haut selbst messen können und nichts anderes. Wenn wir also was berühren, dann fühlen wir nicht deren Temperatur, sondern den Effekt auf unserer Haut. Also wie viel und wie schnell thermische Energie übertragen wird, also die Bewegung der Moleküle von uns weg oder zu uns hin. Speicherung von Thermalenergie ist auch der Grund, warum Wasserdampf vom Kochtopf viel heißer ist als trockene Luft vom Ofen. Sogar wenn der Ofen eine viel höhere Temperatur hat. Wasserdampf bringt mehr Bewegungsenergie an deine Hand als Luft selbst. Genau genommen kann man sagen, dass heiß und kalt andere Konzepte sind als hochtemperiert und tieftemperiert, auch wenn wir die Worte gleich benutzen. Heiß bedeutet eigentlich, dass es viel Energie abgibt. Hochtemperiert bedeutet, dass es viel Energie hat. Und wenn jetzt jemand die Nase hebt und hofft, nur weil jemand viel Geld hat, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass dieser davon viel abgibt.